Als sie mit ihrer Schulkarriere anfing, hätte sie im Leben nicht damit gerechnet, dass sie einmal ein Bildungsjunkie werden würde. Lebenslanges Lernen ist für Sandra Mareike Lang so wichtig wie die Luft zum Atmen. Als staatlich geprüfte Betriebswirtin und Diplomkauffrau jongliert die selbstständige Trainerin mit Zahlen, Daten und Fakten. Ihre persönlichkeitsbildenden Weiterbildungen sorgen dafür, dass immer der Mensch im Mittelpunkt ihrer Arbeit als Scout für Digital Learning and Development steht. Mareike unterstützt Coaches, Trainer und andere Wissensvermittler dabei, ihre Inhalte in die Online-Welt zu transportieren. Dabei lässt sie die Technikmonster gerne kleiner werden und legt ganz, ganz viel Wert auf teilnehmerorientierte Methoden und logische Didaktik. Für Meetings und Webinare steht die Plattform Zoom für Sandra Mareike Lang an erster Stelle. Mit Leidenschaft gibt sie ihr Wissen darüber in einem eigenen Kurs sowie einem Buch weiter. In ihrem Podcast Bildung rockt verwirklicht sie ihre Vision, Menschen Bildung näher zu bringen. Mareike, du hast ja auch schon ganz viel Erfahrungen in Unternehmenskontexten. Sag doch mal, wie müssen denn deiner Meinung nach Besprechungen sein, damit du sie komplett nutzlos findest? Langweilig, monoton, so dass derjenige, der die Besprechung macht, am besten nur Zahlen, Daten, Fakten mir um die Ohren haut. Oder überhaupt um die Ohren haut. Keine visuellen Elemente bitte. Und auch, dass, ja, also es wirklich einschläfernd ist. Also, dass dann mein Gehirn irgendwann mal sagt, ach, ich gehe jetzt hier auf Reise und wann hatte ich nochmal den nächsten Urlaub geplant und wie war das nochmal? Also so richtig unprofessionell und bitte ganz schlecht. Also wirklich ganz, ganz schlecht. Das heißt, unprofessionell findest du ein Meeting immer dann, wenn viele Informationen abgesondert werden von einer einzigen Person möglichst und diese Informationen nicht visuell unterstützt sind auch noch. Ist das so? Also ich finde, unprofessionell ist es, wenn ich als derjenige, der das macht, keine visuellen Elemente reinmacht und die am besten auch nicht beteiligt. Am besten nur von vorne beschallen. Ja. Keine Interaktion mit den Leuten. Also auch kein Austausch am besten, sondern ich bin der Boss und ich sage dir, Schätzelein, wie die Welt funktioniert. Das funktioniert bei mir super gut, um mein Gehirn zum Einschlafen relativ zügig zu bringen. Was auch gut funktioniert bei mir, sind medizinische Fachbegriffe immer mir um die Ohren zu hauen. Dann ist auch, sagt mein Gehirn auch, danke, ich gehe in Urlaub. Also generell Fachsprache, die in dem Meeting teilnehmen, nicht kennen. Genau. Ich musste gerade denken an eine Vertriebstagung, bei der ich als Gast eingeladen war. Das ist aber schon ewige Jahre her. Aber das war ein Riesenraum in einem Hotel, U-Form. Alle Teilnehmer saßen in U-Form, ich schätze mal so 30. Vorne saß der Leiter und hatte neben sich einen riesigen Papierstapel. Und diesen Papierstapel, den hat er einen nach dem anderen besprochen, geredet und dann auf die andere Seite immer gelegt. Oh Gott. Ich habe auch gedacht, also was bin ich froh, wenn der Stapel jetzt auf der linken Seite... du erhoffst dann, dass der Stapel wahrscheinlich höher langsam wird. Ja. Wenn dann der Sprecher auch noch so... So monoton dabei spricht, jetzt ehrlich, dann ist dein Gehirn doch auch wahrscheinlich im Urlaub. Ja, absolut. Also wir wissen das ja, es gibt ja die Aufmerksamkeits- und Vergessenskurve. Ist ja sogar, wenn es interessant ist, ne, hast du ja immer mal so unkonzentrierte Phasen, ist ja ganz normal. Umso schlimmer, wenn dann jemand immer nur erzählt. Ja. Wie bist du denn der Auffassung, dass es anders sein könnte? Also ich bin ja davon überzeugt, wenn ich reine Informationen abgeben muss als Leitungskraft, dann mache ich das never ever in einem Präsenzmeeting, weil dafür gibt es ja mittlerweile schon genug Medien.
Ich werde es auch nicht auf ganz viel Papier schreiben und in Postfächer legen. Auch das hat wahrscheinlich nicht den gewünschten Effekt. Als Leitung schlage ich mich danach immer, vergeude ich einfach viel Zeit, wenn ich immer, das hatten wir doch da geschrieben, das lag, das war doch in dem, oh, hast du das Protokoll nicht gelesen? Das kostet so viel Zeit, das finde ich völlig old school. Ja. Ja. Wie war deine Frage, wann ich sie nutzlos finde? Ja, ich finde noch zwei Punkte total krass. Wenn es nämlich Informationen gibt, zum Beispiel es gibt Veränderungen gesetzlicher Art oder Veränderungen, die das Team angeht, dieses Unternehmen angeht, und diese Veränderungen werden mir einfach nur noch mitgeteilt, ohne dass wir denn darüber reden können, welche Auswirkungen hat das, was hat das für eine Bedeutung für mich, ne, ohne dass wir im Team darüber reden, dann finde ich das auch gruselig, weil kaum ist das Meeting dann zu Ende, dann laufen die WhatsApp-Gruppen heiß oder in der Raucherecke, da wird dann diskutiert. Das finde ich, kann auch anders sein. Das muss ich in den Raum holen. Wenn ich an einer Entscheidung gar nicht beteiligt werden kann, das geht ja auch nicht, dass ich überall mitreden kann, dann müssen wir zumindest auf so einer Dienstbesprechung oder Teambesprechung die Zeit finden, zu begründen, warum ist die Entscheidung, welche Auswirkungen hat die Entscheidung auf mich persönlich, auf das Team, auf das Unternehmen, so damit ich da auch mitgehen kann. Wahrscheinlich gefällt mir nicht jede Entscheidung, aber wenn ich sie begründet bekomme, dann habe ich mehr Möglichkeit mitzugehen. Ja. Also zumindest finde ich, wenn es irgendwie geht, schon proaktiv auf einer Dienstbesprechung auch erzählen, so, das steht an, diese Veränderung diskutieren wir gerade im Leitungskreis, welche Meinung habt ihr dazu? Also ich spreche mir ja als Leitungskraft keinen Zacken aus der Krone, wenn ich sage, was diskutiert wird. Gut, habe ich eben schon mal gesagt, ich kann nicht jedes Thema im Team diskutieren, aber es gibt viel mehr als zur Zeit, meines Erachtens. Ja, gerade diese Mitarbeiterbeteiligung, das ist ja gerade das, dass man den Mitarbeitern auch mehr Verantwortung übergibt. Ja, schöne Überleitung, das bringt mich auf den Gedanken, gerade bei ambulanten Pflegediensten, da fehlt ja oft die Zeit, also meistens sind die Meetings auf 2 Stunden im Monat beschränkt und dann sind immer noch nicht alle da, weil manche fahren dann Tour, sind krank oder in Urlaub. Aber was ich schon erlebe, ist, die arbeiten ja auch mit Softwareunternehmen zusammen, die zum Beispiel die Tourenpläne digital zur Verfügung stellen. Und die Softwareunternehmen, die bieten auch schon Online-Meetings bzw. Webinare an, wenn es sowas wie ein Update gibt. Und da habe ich mal die Frage an dich, was ich nämlich auch erlebe, ist so Online-Webinare, wo auch da Informationen rübergehen, die sind deshalb so beliebt, weil man nebenher halt noch Mails checken kann oder sonstige andere Sachen tun kann. Wie stehst du dazu? Ja, das finde ich gerade, ich erlebe es bei mir selber auch, vor allem wenn es dann so PowerPoint-Schlachten sind für mich immer, da wird eine Folie nach der nächsten erzählt und im Prinzip betreutes Lesen, also lesen können wir alle selber. Viel Informationen auf so einer kleinen Chart bitte, dann schalte ich auch ab, dann mache ich auch nebenher noch andere Sachen. Finde ich aber sehr schade, weil es ist im Grunde vertane Zeit. Weil wenn schon die Softwareanbieter eine Stunde sich, oder ich sage jetzt mal eine Stunde, anderthalb Stunden so Zeit nehmen für sowas, dann sollten sie es vielleicht ein bisschen interaktiver gestalten. Ist anspruchsvoller, ja, aber interaktiv meine ich jetzt, die Teilnehmer auch mal ein bisschen mit beteiligen. Gucken, sind die überhaupt noch da oder sind die schon eingeschlafen? Liegen die schon mit dem Kopf auf der Tischplatte, weil es so langweilig ist? Und da halt einfach wirklich zu gucken, so minimalste Animationen vielleicht zu machen, dass sie nicht in Großen eingebunden werden, okay. Aber so ein bisschen Interaktion, weil ansonsten ist das für jeden eine vertane Zeit, dann kann ich mir auch die Aufzeichnung angucken oder ein YouTube-Video, wo es dann auch erklärt wird. Und da kriege ich die gleichen Informationen im Prinzip raus und kann dann immer noch vor- und zurückspielen, was ich beim Webinar nicht unbedingt kann. Also da finde ich, ist viel mehr möglich, Interaktion. Und das ist das, was ich ganz oft vermisse, Interaktion.
Okay, jetzt bleiben wir mal dabei. Ich habe Informationen abzugeben und mir als Leitung ist wichtig, dass jeder, aber auch wirklich jeder in meinem Team diese Informationen abruft. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Online-Meeting dafür nutze, wie kann ich, zwei Fragen, wie kann ich sicherstellen, dass das auch jeder dann erhält, dass jeder daran, auch wenn sie nicht da sind zu dem Zeitpunkt. Und das Zweite ist, selbst wenn ich überwiegend Informationen abgebe, welche Ideen hast du, wie ich dann minimale Interaktionen einbauen kann? Okay, also erstmal würde ich, wenn es für alle Teilnehmer, ich sage jetzt mal, eine verpflichtende Veranstaltung ist, würde ich mir überlegen, ob ich eventuell sogar mit einer Registrierung arbeite, weil dann sehe ich ja, wer hat sich angemeldet zu diesem Meeting und kann dann sagen, hey, du hast dich aber noch nicht angemeldet. Zweitens kann ich, wenn ich die Aufzeichnung, also wenn ich das Meeting gehalten habe und ich habe es aufgezeichnet, kann ich es an die es brauchen, zur Verfügung stellen und sagen, hier, ich weiß nicht, per Mail oder intern, es gibt ja auch so ein Intranet ganz oft, dass man es da dann den Leuten hochlädt und da gibt es mit Sicherheit auch eine Möglichkeit nachzuvollziehen, hat er es geöffnet oder hat er es nicht geöffnet, so wie es bei E-Mails ja auch ist, dass du dann so eine Sendebestätigung kriegst, hat er geöffnet und all sowas. Ja. Die Möglichkeiten gibt es. Es gibt halt, die Möglichkeit. Ja. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, bei deinem Lieblings-Meeting-Tool Zoom einzustellen, Aufnahme. Genau. Und dann wird das ganze Meeting aufgenommen und dann bekomme ich das von Zoom auf meinen Rechner geschickt, so dass ich dann auch diese Aufnahme irgendwo parken kann, damit jeder die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen. Genau. Na? Du hast du die Möglichkeit, auf deinen Rechner aufzuzeichnen. Mhm. Und ich betone das extra, weil in der kostenpflichtigen Version hättest du noch die Möglichkeit, in der Cloud aufzuzeichnen. Ah, okay. Aber ich finde es halt immer sehr... Also ich habe es gerne auf meinem Rechner, sage ich es mal so. Mhm. Der speichert das bei mir in die Dropbox rein. Ja. Wenn ich das nicht zur Verfügung habe, speichert das halt auf die Festplatte. Und von der Festplatte aus könnte ich es via WeTransfer, via, ich sage jetzt, weil es auch eine relativ große Datei ist, oder ich lade es ins Intranet hoch. Mhm. Da gibt es mit Sicherheit ganz viele Möglichkeiten, auch intern zu sagen, hier, da und da, das hast du gekriegt mit einer Bestätigung und dann den Leuten einfach zu sagen, auch im Nachgang nochmal, hey, hast du das schon gesehen? Wie stehst du dazu? Ja. Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung dazu? Ja. Du warst ja nicht dabei. Erstens ist das Medium ungewohnt dann, weil es ist ja immer noch so, ich sitze alleine vor meinem Rechner. Es ist ja nicht so, wir sitzen dann gemeinsam in so einem Meetingraum, sondern ich sitze alleine vor meinem Rechner, ich gucke alleine in diese Kamera rein. Das ist ein Überwindungsprozess. Dann müssen die anderen ja auf der anderen Seite, bei Zoom ist es jetzt so, die könnten sich sogar, wenn sie live dabei sind, mit Kamera und Ton einschalten, wenn ich das möchte. Ja. Und das ist dann auch nochmal ungewohnt. Aber wenn ich diese Hürden bereitwillig mal überspringe und sage, ich gebe dem Ganzen eine Chance, dann ist es auch so, ja, es dauert eine Zeit, bis ich zum Beispiel beim Tagesordnungspunkt wie, was hast du mir mal gesagt, kleine Körperpflege. Jetzt mal als Beispiel diese kleine Körperpflege, was ist darunter zu verstehen? Wenn ich mir dann schon Gedanken gemacht habe, was verstehe ich denn darunter? Ja. Und dann das Ganze in so einem Meeting den Teilnehmern, sie mitnehme auf diese Reise, hat es den großen Vorteil, ich habe mich vorbereitet und das dauert irgendwann nicht mehr so lange, weil irgendwann bin ich auch in diesem Prozess drin und da geht es schneller. Ja, und das Tolle ist, gerade weil du das Beispiel nimmst, wenn ich einmal definiert habe, welche Verrichtungen gehören jetzt in welchen Leistungskomplex hinein und das abgegeben habe als Information, eine Aufzeichnung gemacht habe, dann kann ich das auch jedem, der neu ins Team kommt, kann ich das einfach zeigen. Da schaust du dir an, das ist unsere Definition dazu. Also super Vorteil. Der Vorteil bei Zoom wäre jetzt zum Beispiel, ich kann es auch alleine machen, aufzeichnen und den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verfügung einfach stellen. Ja. Und ich weiß nicht, für mich wäre das aus meiner Sicht großer Vorteil. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, absolut. Ich kann, also du meinst, ich muss gar kein Meeting machen, sondern ich kann kleine Videosequenzen aufnehmen. Ich habe ja auch die Möglichkeit über Zoom, dass ich Dokumente zeige. Genau. So, das, was mir als Leitungskraft wichtig ist, kann ich als kleines Video, was immer wieder vorkommt, wenn Azubis, Praktikanten oder neue
Mitarbeitenden kommen, kann ich immer sagen, hier, so, das ist unsere Art, wie wir damit umgehen. Das ist eine tolle Möglichkeit. Und mir ist eben noch eingefallen, als du gesagt hast, das ist ja eine Hürde, sich so vor das Video zu setzen. Ich glaube, die Hürde wird immer geringer, weil, also gefühlt, haben doch 80% aller Menschen WhatsApp, und bei WhatsApp klickst du doch auch auf das Videosymbol, damit du die anderen sehen kannst, mit denen du redest. Kannst ja auch einen Gruppenchat machen. Wenn du das nicht gewöhnt bist im Arbeitskontext. Okay. Mhm. Ich glaube, dann ist es doch nochmal, eine kleine Hürde. Aber du hast mich nur auf die Idee gebracht. Du hast ja diese Softwareentwickler gesagt. Und wir hatten mal im Vorfeld besprochen, dass die ja diesen Leistungskatalog auf ihrem Handy haben. Mhm. So, im Prinzip, wenn ich aber eine neue Mitarbeiterin bin, ich nehme jetzt einfach mal das Telefon, und ich kenne mich damit nicht aus, dann würde ich als Leitungskraft, würde ich diese App vorstellen, würde mich alleine vor dieses Meeting setzen. Ja. Ich kann ja auch ein Meeting mit mir alleine halten. Klingt jetzt, ohne Persönlichkeitsstörung, aber ich könnte auch ein Meeting mit mir alleine halten. Und zeige dann im Prinzip, weil ich ja auch die Möglichkeit habe, Smartphones und Tablets zu teilen, kann ich die App aufrufen und dann quasi so kleine Minisequenzen machen. Das ist die Software, die wir benutzen. Toll. Das und das ist da drin. Und ich glaube, das würde auch neuen Mitarbeitern viel mehr helfen, weil ich als Leitungskraft dann weiß, hey, das und das kannst du dir angucken, im Vorfeld schon, und du kennst unser Paket. Und selbst wenn die Pflegekraft jetzt von einem anderen Dienst kam, heißt das ja nicht, dass die gleiche Software benutzt haben. Das stimmt, ja, absolut. Und das finde ich... Das bedeutet, ich fasse mal kurz zusammen, ich kann kleine Videos aufnehmen, quasi kleine Erklärvideos. Das Tolle ist, dass ich auch die Dokumente, die ich auf meinem Bildschirm habe, also zum Beispiel im Protokoll von der letzten Sitzung, kann ich zeigen und es wird im Videobild festgehalten. Ich kann aber auch mein Smartphone, wo unsere Tourenplanung drauf ist, kann ich eben auch hochladen. Ganz einfach, hochladen ist schon, es hört sich schon kompliziert an. Dann einfach nur teilen, ich kann das miteinander verbinden, teilen und dann kann ich jedem erzählen, das hat sich erneuert oder das ist neu geworden seit dem letzten Update. Achtet darauf. Das ist so großartig. Also auch das geht. Ich kann Dateien zeigen. Ich kann aber auch Dateien im Chat verschicken, wenn ich wirklich ein Meeting habe mit dem Live, könnte ich dir noch sagen, hier, das ist das neue Protokoll. Guckt euch das nochmal eben kurz oder ladet es euch schon mal runter im Chat. Ja. Und also ich habe hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, die ich vielleicht in dem Live-Gespräch nicht so zur Verfügung haben. Und der Vorteil ist, die Leute könnten sich ja auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, die können sich ja auch über ihr Smartphone, so wie bei WhatsApp, über die kostenlose App einfach einwählen und das, ich sag jetzt mal, wenn sie in den Malediven auf Urlaub sind, auf den Malediven gucken, wenn sie das wollen würden. Das heißt, egal mit welchem Device, mit welchem Gerät ich unterwegs bin, Smartphone, Tablet, Laptop, Computer, ich kann an so einem Zoom-Meeting, Online-Dienstbesprechung von immer teilnehmen, weil ich in Urlaub bin oder eben krank. Und wenn ich dann als Leitungskraft die Aufzeichnung mir habe schicken lassen von Zoom, das geht ja innerhalb von Minuten, ist die ja da. Mhm. Dann können auch die, die eben nicht da waren, sich im Nachhinein das anschauen. Genau, und dann gibt es halt keine Ausreden mehr. Ach ja, ich war ja nicht da, was habt ihr dann besprochen? Ja. Weil dann kann ich nämlich sagen, ja, du warst nicht da, aber du kannst es dir angucken. Ja. Und der Vorteil ist, ich könnte sogar, ich habe ja auch die Möglichkeit, bei Zoom eine Whiteboard zu machen, ich könnte sogar die Whiteboard im Vorfeld mit den Tagesordnungspunkten vorbereiten. Ja. Ich speichere sie. Und dann, wenn ich sie brauche, rufe ich die Whiteboard ab und da sind die gespeicherten Punkte drauf. Und dann könnte ich sogar noch hergehen und sagen, Haken dran, Haken dran, Haken dran, Haken dran. Habe ich sogar noch ein visuelles Element und kann sagen, das haben wir jetzt, das haben wir jetzt, das haben wir nicht. Mhm. Okay, den Punkt haben wir nicht geschafft heute, kein Problem, nehmen wir mit auf die nächste Tagesordnung. Ja. Und verringert natürlich die Missverständnisse und die Kommunikationsprobleme. Ja. Weil wenn ich jemandem anderen über das erzähle, was wir da in der Dienstbesprechung zum Thema hatten, dann ist das wahrscheinlich auch eher subjektiv gefärbt. Während wenn ich mir live angucken kann, dann
Ist ja fast so, als ob ich hautnah dabei gewesen wäre. Spart im Übrigen auch Zeit, ne? Genau, aber wie du es vorhin schon mal sagtest, du hast ja gesagt, die Menschen, momentan ist es so, dass die Pflegekräfte rausgehen in die Raucherpausen und da dann drüber sprechen. Ja. Und da fallen ganz viele Informationen. Aber auch da, durch diesen Austausch, durch diese subjektive Färbung von jedem, findet ja der richtige Austausch statt. Mhm. Und hier kann ich diese Raucherpause in die virtuelle Welt holen, weil wir können dann darüber diskutieren. Mhm. Ich rauche jetzt nicht, deswegen habe ich immer dann notgedrungen bei den Rauchern mitgestanden, weil da wirklich so die Dings war. Aber meistens habe ich auch gesagt, das mache ich nicht. Und dann ist viel Information halt einfach vorbeigegangen. Mhm. Aber das finde ich so schade. Und hier habe ich die Möglichkeit, dass die Information nicht verloren geht, weil dann kommt Austausch, Diskussionsbedarf und dann wird es lebendig. Okay. Ich hatte ja eben nochmal die Frage gestellt, wenn ich jetzt so ein Informationsmeeting habe, wie kann ich denn da minimale Interaktionen einbringen? Und ich würde dich nachher gerne auch bitten zu erzählen, wenn ich jetzt wirklich Meinungen einholen will, das ist für mich ja noch eine Stufe mehr, welche Ideen gibt es denn dazu? Also lass mal bei den Infoveranstaltungen anfangen. Wie kann ich denn da minimale Interaktionen gestalten? Also wenn ich zum Beispiel, ich bereite entweder eine Whiteboard vor oder ich bereite einfach ein, ich sag jetzt mal, ein Word-Dokument oder das wäre schon zu viel, eine PowerPoint zu machen, aber könnte ich im Prinzip auch. Und wenn ich Interaktion mit den Teilnehmern haben möchte, bei den Informationen, kann ich hier den Teilnehmern die Möglichkeit geben, zu kommentieren. Das heißt, die können dann Stempel drauf machen, einen Haken dran machen oder was draufschreiben auf das, was ich geschrieben habe. Wir können gemeinsam dran arbeiten. Und das finde ich dann wiederum eine tolle Interaktionsmöglichkeit. Oder aber, wenn mir das alles noch zu viel ist, weil die Kommentierfunktion vielleicht für mich noch zu anspruchsvoll ist, kann ich das auch über den Chat machen. Ja. Ich kann die Teilnehmer dann auch sagen, den Pflegekräften, hey, dann schreib in den Chat rein. Ja. Was ist denn deine Meinung dazu? Oder aber, ich habe ja bei Zoom diese tolle Möglichkeit, ich kann ja auch gleich, so wie wir es ja auch jetzt auch hier tun, sprechen. Dann kann man sowas einbauen wie, okay, wir sprechen nicht alle wie wild durcheinander, wir machen Netiquette heißt das. Mhm. Wir legen unsere Netiquette quasi fest. Mhm. Der eine hebt die Hand und dann weiß ich Bescheid oder schreibt kurz was in den Chat rein oder hebt auch hier im virtuellen Raum, ist es die Möglichkeit, wenn ich das eingestellt habe, die Hand zu heben, sodass wir uns auch da wertschätzend begegnen können, so wie wir es auch tun würden in einem Live-Ding. Mhm. Also es ist ja im Prinzip, live ist jetzt blöd gesagt, aber in einem Präsenz. Ja, also vor Ort. Vor Ort, genau. Alle riechen sich. Genau, alle riechen. Das ist ja hier jetzt bei Anfassen nicht so ganz möglich. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht kommt das auch irgendwann mal. Das heißt, indem ich ganz einfache Fragen stelle auch, ne, hat mein Team die Möglichkeit, in den Chat zu schreiben, ja, ich kann auch so eine Meinungsabfrage machen, auf zwei verschiedene Möglichkeiten sogar. Ich kann ja fragen, okay, wer hat noch Fragen zu diesem Thema? So, und dann kann man in den Chat schreiben. Alleine durch Fragen, finde ich, das ist ja eine minimale Interaktion. Es gibt auch bei Zoom ja diese kleinen Anmerkungskreise, ne, diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Annotationen. Ja. Ja. Also die Rede schneller, rede langsamer, ja. Ich gehe einen Kaffee trinken. Ja. Gefällt mir nicht. Daumen hoch, Daumen runter. Ne, das sind so Anmerkungstools, wie so kleine Emoticons. Mhm. Ja, und ich kann auch eine Abfrage oder Umfrage einstellen. Ne? Wie geht das? Also wenn ich das Meeting angelegt habe, dann kann ich unten bei der kostenpflichtigen Variante kann ich dann sagen, okay, ich möchte jetzt noch eine kleine Umfrage machen. Was gehört für euch für die kleine Körperpflege dazu? Ich komme wieder drauf zurück. Ja. Dann, weil es halt einfach hängen geblieben ist. Ja. Und dann kann ich halt sagen, was gehört für euch dazu? Zähne putzen, Haare kämmen, all sowas. Und dann können die Leute das anklicken. Sag du doch mal, warum ist denn Zoom für dich das Tool, die Plattform der Wahl? Zoom ist für mich seit 2017 mit eins der Tools, die es auf dem Markt so gibt, weil
ich sowas noch nicht erlebt habe. Es ist sehr stabil. Ich kann eine kostenlose Variante im Prinzip nutzen. Und wir sind ja jetzt hier gerade zu zweit. Das heißt, wir könnten sogar 24 Stunden in der kostenlosen Variante machen, weil ein Meeting fängt für die Amerikaner, das ist ein amerikanisches Tool, fängt für die Amerikaner erst mit 3 Personen an. Und dann darf ich in der kostenlosen Variante 40 Minuten machen. Es ist stabil, ich kann über LTE dran teilnehmen, ich kann im Hotel, wo ja die Netze doch manchmal sehr schlecht sind, dran teilnehmen. Und ich finde es einfach sehr, sehr stabil. Das ist der Vorteil gegenüber, ich sage jetzt mal, Skype oder FaceTime. Und ich muss nicht unbedingt irgendwas installieren, weil ich vom Browser aus teilnehmen kann. Und ich kann mit jedem Gerät teilnehmen. Und aus meiner Erfahrung ist es ein Tool, was sehr, sehr leicht von jedem zu bedienen ist, oder? Genau. Alles das, was wir jetzt zu Zoom erzählt haben, also viele, habe ich jetzt erfahren, haben GoToMeeting in ihrem Unternehmen. Da ist aber grundsätzlich von der Bedienung her, ist das nicht viel anders, oder? Nein, GoToMeeting ist fast so ähnlich. Es gibt immer nur so ein paar Unterscheidungen. Klar, GoToMeeting braucht eine etwas größere Bandbreite. Die braucht Zoom jetzt nicht, es sei denn, ich mache HD-Videos oder so. Das, was du jetzt erzählt hast, wie so ein Meeting-Tool genutzt werden kann, das ist bei allen gleich. Ne? Du hast einen Chat, du hast die Teilnehmerliste, du kannst Abfragen machen, du hast ein Whiteboard zur Verfügung, du kannst auch, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber Tablet oder Smartphone, das weiß ich nicht, ob das bei allen geht, aber nicht bei allen funktioniert. Du kannst was teilen, was du zeigen willst an Dokumenten, das kannst du zeigen. Also das glaube ich bei allen so. Warum? Und ich sag mal so, wenn ich als Pflegeleitung, ich sag jetzt mal, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das so ist. Du kannst mir gleich sagen, ob das überhaupt so durchführbar ist. Ich habe jetzt die Idee, dass wenn ich Pflegedienstleitung bin und ich habe eine, bin bei Facebook. Meine Pflegekräfte sind auch bei Facebook. Nicht immer zwangsläufig, aber ich gehe jetzt mal davon aus, die sind auch alle bei Facebook. Ja. Dann könnte ich sogar auf Facebook eine eigene Gruppe machen und könnte mit der kostenpflichtigen Variante allerdings für Zoom, die dann 13,99 pro Monat kostet, könnte ich live in diese Gruppe reinstreamen. Ohne Umstände. Das heißt also, ich könnte den sogar immer live da vor Ort die wichtigsten Impulse gerade mitgeben. Und das finde ich, das hat zum Beispiel GoToWebinar nicht und manche andere Softwareanbieter halt einfach auch noch nicht. Die ziehen immer irgendwo nach. Okay. Aber das ist ein großer Vorteil von Zoom, sage ich jetzt mal, wenn man das möchte, also wenn man auf Social Media auch sein möchte. Okay, super. Super, super spannend. Du bist ja Webinar-Expertin und es gibt Live-Webinare und zwar ein Doppelpaket, 2 Live-Webinare zum Thema Dienstbesprechung online. Was kommt denn in deinen Live-Webinaren vor? Wie könnte man eine Dienstbesprechung in den virtuellen Raum hineinbringen? Ob das jetzt über Zoom ist, klar, weil ich mich mit Zoom auskenne, werde ich das natürlich zeigen. Aber es gibt mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten. Also wenn die Teilnehmer dann möchten, dann können sie das auch versuchen, auf ihrer Plattform zu adaptieren. Gemeinsam möchte ich schon im ersten Webinar Möglichkeiten überlegen, wo könnten sie es einsetzen. Ich möchte die Teilnehmer daran beteiligen. Ich möchte, dass die sehr viel mitnehmen. Es wird sehr viel Information geben, aber auch sehr viel Interaktion. Und auch, wo können Sie es einsetzen, dass Sie Ideen entwickeln, wo kann ich es denn noch für mich einsetzen? Ja. Wir gemeinsam Ideen spinnen, wo kann ich es denn noch machen, als ich es bisher für möglich gehalten habe? Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass wir dann in dem zweiten Webinar wirklich das, was wir im ersten Webinar gezeigt haben, im zweiten Webinar dann mit einbauen und umsetzen. Ja. Das ist also noch interaktiver als der erste Teil. Das heißt, du gibst uns die Möglichkeiten, zuerst einmal die wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten kennenzulernen und
Du leuchtest auch mit der Taschenlampe ein bisschen unter die Wasseroberfläche, damit wir gucken, was alles möglich ist. Übertreibst es damit aber auch nicht, weil wir wollen ja, dass die Leute, die sagen, hey, das will ich mir einfach mal angucken, dass die Spaß haben, dabei zu sein. Genau. Und im zweiten probieren wir das eine oder andere aus. Und ich finde es total super. Ich möchte ganz, ganz viele mutige Leute haben, die sich anmelden für deine beiden Live-Webinare, weil die in unserem geschützten Raum dann eben auch schon mal was ausprobieren können. Also, ne, du gibst das Mikro frei, du machst jemanden zum Co-Moderator und dann kann er einfach auch mal ausprobieren, wie sowas gehen kann. Also, ich finde es total toll, dass du dein Wissen und dich zur Verfügung stellst für die beiden Live-Webinare. Es wird die immer mal wieder geben, also checkt aus auf meiner Webseite, wann die jeweiligen Termine sind. Und wenn du Lust auf Innovation hast, dann melde dich an. Es gibt die ersten im Dezember 2019. Check das aus, dann findest du alles, was du brauchst dazu. Genau, und ich freue mich einfach darüber, weil ich ehrlich gesagt, als du mich gefragt hast, ich komme ja aus einem ganz anderen Kontext. Ich habe ja gar nicht diesen Pflegebereich auf dem Schirm gehabt, aber als du gesagt hast, Mensch, die Digitalisierung wird da auch immer wichtiger, ja. Da fing dann auch mein Gehirn an, mal zu überlegen, was ist denn dann überhaupt alles möglich? Ja. Und das finde ich, dass du diesen geschützten Rahmen deinen Teilnehmern gibst und sagst, hey, Leitungskräfte, probiert euch aus, hier dürft ihr es, hier dürft ihr testen, ihr macht nichts kaputt. Also ich verspreche, das Internet geht nicht kaputt. Definitiv nicht. Und auch Zoom geht nicht kaputt. Also man kann hier so viel ausprobieren und testen und dann lieber, also ich mache es lieber mit Leuten, wo ich mich sicher fühle, als wenn ich es dann zu Hause alleine im stillen Kämmerlein unbedingt immer probieren möchte. Ja. Und außerdem kann man dann zusammen lachen. Ja, genau. Lachen, Humor ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ja. Also sollte ich aus deiner Meinung dieses Meeting nicht so gestalten, wie du deine Anfangsfrage gestellt hattest? Ja, für alle, die nicht mehr wissen, wie die Anfangsfrage lautete, wie müssen Besprechungen sein, damit sie komplett nutzlos sind? Genau. Wie ihr jetzt schon gehört habt, Mareike hat ganz viele Ideen, wie Besprechungen online total nützlich sein können. Was hast du denn für Ideen für Pflegekräfte in Bezug auf Zoom? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Andersrum gefragt, so rum. Auf welche meinst du jetzt? Dass du gesagt hast, hey Mensch, ich lade mal Mareike ein, dass die was über Zoom sagt. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du gesagt hast, das könnte auch für meine Teilnehmer total interessant sein? Die Frage würde mich mal wirklich so interessieren. Also es gibt schon einen Kreis kollegiale Teamberatung, in dem sind Leitungskräfte, Pflegedienstleitungen, Geschäftsführer und Führerinnen, die sind in dieser Gruppe kollegiale Teamberatung, sitzen in ganz Deutschland verteilt und wir treffen uns online, einmal im Monat online. Und von daher weiß ich, dass auch die Affinität, also die Hürde nicht so furchtbar groß ist, weil mittlerweile, es läuft jetzt schon 2 Jahre, mittlerweile macht das jedem Spaß. Wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, weiß man auch, wie man da reinkommt. So. Und dann habe ich gedacht, gut, diese Dienstbesprechungen, je nachdem, wie groß der Pflegedienst ist, da hast du da auch schon mal 30 bis 50 Mitarbeitende. Da musst du immer einen Raum finden, da weißt du, es sind immer welche krank, immer welche im Urlaub. Und ich finde es so wichtig, dass das, was miteinander an Wichtigem geteilt wird, dass das eben auch an alle kommt, auch alle, die nicht da sind. Und da finde ich, muss es möglich sein, auch den Schritt in die Online-Welt gehen zu können, um zumindest mal diese Infoveranstaltung oder alle Infos, die ich abgeben muss, dass ich die auch digital mache. Ich bin davon überzeugt, das spart Zeit, auch wenn es in der Vorbereitung, wie jedes, alles, was ich neu mache, in der Vorbereitung kostet das ein bisschen Zeit. Aber das spart generell Zeit. Ich habe sichergestellt, dass alle an die Informationen drankommen, dass wir einen einheitlichen Wissensstand haben. Und ich kann sogar wichtige Dinge, die für uns immer gelten, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass ich die auch noch anderen zur Verfügung stellen kann, ohne dass ich jedes Mal wieder alles neu erzählen muss.
ich finde es total wichtig, die Zeit, die ich dann gespart habe, damit zu verbringen, wirklich Diskussionen zu führen, so wie wir das am Anfang erzählt haben. Also ich finde, online ersetzt nicht Präsenz und wir sitzen nebeneinander und riechen uns. Da gibt es auch noch Formen. Aber ich bin fest davon überzeugt, erstens ist das sowieso die Zukunft und zweitens spart es Zeit. Und deswegen, weil du ja diejenige bist, die also wirklich fast die hinterletzte Ecke von Zoom kennt, macht das mir eine große Freude, dass du meine Webinar-Expertin bist. Mir macht das ja auch Freude. Jetzt hab ich noch ganz konkret eine Idee gekriegt. Vielleicht macht das ja dann auch für den einen oder anderen auch nochmal Sinn, wenn jetzt eine neue Pflegekraft anfängt. Ja. Wie ist denn das bisher? Wie wird die eingeführt? Oder? Ganz unterschiedlich. Aber welche Idee hast du im Kopf? Ich habe die Idee, dass man sowas ja auch mit online machen kann. Dass die Person sich vielleicht dann auch mal kurz vorstellt den anderen. Ja, und tolle Idee. Dass die vorbereitet werden, weil ich kenne das auch ganz oft. Dann kommt ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin und die wird dann ins kalte Wasser geschubst und alle wissen überhaupt nicht, ja, wer ist denn das jetzt? Ja. Ne? Und so kann man das vielleicht auch mit einbauen und benutzen. Und ich bin nicht der Überzeugung, dass wir alles digital machen sollten und auch nicht alles digital machen können. Aber ich finde, es ist, wenn wir beide Welten miteinander gut kombinieren, dann und das Beste aus beiden Welten, den Spruch habe ich jetzt einfach mal von dir geklaut, dass wir da, wenn wir das kombinieren, dass wir dann wirklich auch auf einem guten Weg sind. Und mit dir an der Seite als Kommunikationsexpertin, ich meine, was soll denn da passieren? Genau, also ja. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit und auf ganz, ganz, ganz viele Mutige, die sich zu den Live-Webinaren Dienstbesprechung online anmelden. Was ich auch finde, ist, mal dabei sein und mitkriegen, was so möglich ist, heißt ja noch lange nicht, dass ich das jetzt in Zukunft tun werde. Aber ich weiß besser, wo ich mich für oder gegen entscheide. Oder? Ja, vor allem, ich kann mich auch entscheiden. Mhm. Wenn ich es nicht kenne, kann ich mich ja nicht entscheiden. Dann kann ich zwar irgendwo gegen wettern und sagen, immer diese Digitalisierung, dieser ganze Quatsch, bleibt mir davon fern. Das ist so, wie früher Social Media verteufelt wurde. Ach, wer will denn das? Oder die Smartphones, war ja noch viel schlimmer, als die anfingen. Da war man dann wichtig. Dann haben es plötzlich immer mehr und mehr Leute gemacht und mittlerweile sieht man kaum noch jemanden ohne Smartphone durch die Gegend laufen. Und ich glaube, das ist genauso wie hier. Einfach ausprobieren, tun, machen und entscheiden, ist es was für mich? Und selbst wenn es jetzt gerade nicht passt, vielleicht passt es aber in einem Jahr. Ja, genau. Und ich kann mitreden. Also das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt für diejenigen, die sich natürlich jetzt hoffentlich in Scharen da anmelden, ja. weil es halt, die Hürden werden immer geringer und hier sollte man sich umschauen, angucken, auch mal rechts und links schauen, das ist auch immer ganz wichtig, aber auch dann ausprobieren können. Ja, absolut tolles Und du bietest da mit deiner Webinarreihe ein super Angebot, finde ich. Also wer das nicht weiß, Claudia hat ja das Haus der Impulse. Stimmt das? Ja. Und da findest du ganz, ganz viele tolle Webinare immer wieder zu ganz unterschiedlichen Themen. Also auch da super spannend. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir zusammenarbeiten und ich nehme deinen Satz auf. Hey, meldet euch in Scharen an. Genau. Also, ich freue mich. Ich mich auch. Ja, dann. Ciao, Mareike. Ciao.